Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem 200 Video Special Part 5, glaube ich. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es Part 5 ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir diesmal Uncharted 2 Among Thieves rausgesucht. Wenn man so ausspricht, Entschuldigung, mein Englisch ist leider nicht so gut. Aber okay, ich finde einfach, es ist eins der besten, wirklich eins der absolut besten Spiele, die es für PS3 gibt. Und ich muss mal ganz kurz ein bisschen leiser machen, ist ein bisschen arg laut hier. So, ja, wir fangen direkt an. Neues Spiel, ja genau. Ja. Ich mach normal, denn ich bin sehr erfahren in Uncharted. Was ist das hier? Keine Ahnung, was ich hier jetzt überschreiben soll. Überschreiben einfach das hier. So perfekt. Ja. Ich habe alle Teile. Ich habe auch von jedem Teil Platin. Weil ich einfach finde, also, das sind wirklich einfach göttliche Spiele. Man kann nichts dagegen sagen. Vor allem, wenn man Stories mag und nicht bloß Online-Spiele will. Wobei bei Uncharted 2 und 3 ja auch den Online-Modus gibt und der ist auch richtig mega geil. Aber okay, ich bin jetzt erstmal leise. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Scheiße. Ach du Mega-Scheiße. Felsenfest, Kapitel 1. Okay, ich muss mich jetzt, glaube ich, hier hochschwingen, bevor hier der Zug runterkommt. Oh, ich glaube, ich bin falsch, oder? Ja, ich bin auf der falschen Seite. Oh mein Gott. Aber es fängt ja wieder toll an. Okay, langsam fängt alles hier ein bisschen an zu wackeln und abzubröckeln. Aber ich glaube, wir werden es schaffen. Ach du Scheiße. Das war knapp, sehr knapp. Okay, also mit X springt man. Auf jeden Fall, ich weiß schon alles. Ich wollte es euch bloß einfach mal so ein bisschen nochmal zeigen. Also wer einen Schaden nicht kennt. Dem werde ich halt ein bisschen helfen und ein bisschen was sagen. Was man alles machen muss, wie man springt, wie man hüpft, wie man rennt, wie man was weiß ich was macht, wie man zielt und wie man schießt. Oh oh. Ja. Oh mein Gott. Schnell, schwing dich rüber. Ist gerade noch mal so gut gegangen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe schon tausendmal oh mein Gott gesagt. Okay, der hat, glaube ich, sehr viel Blut verloren, wenn es sein Blut ist. Das war auch wieder eine knappe Angelegenheit und die war sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Also wie gesagt, wer das Video gut findet, also beispielsweise wer Uncharted 2 gut findet, wer will, dass ich das Let's Play, bitte einen Daumen nach oben gebe, weil das ist ja mein 200 Video Special und wer es kennt, ich werde mehrere Spiele vorstellen. Und das, was am besten bewertet ist, das werde ich Let's Play oder vorstelle oder irgendwie sowas.
Und jetzt muss ich mich hier beeilen, weil der Zug, der kommt hier langsam wirklich runter. Beeil dich, Drake! Schnell, schnell, schnell. Scheiße. Ich gucke natürlich auf Kommentare, also wenn gute Kommentare drin sind, die werde ich auch, dann werde ich das höchstwahrscheinlich auch Let's Play, also wenn da noch viele Daumen nach oben sind gleichzeitig. Oh, okay, 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 komm schon, komm schon! Oh mein Gott, war das knapp. Nein! Und jetzt sind wir gleich im Urlaub hier, am Strand. Sehr schön. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? What? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Haha, was soll denn schon schiefgehen?
Ach ja, gar nichts. Und ein paar Tage später liegt er halbtot auf dem Felsen. Aber okay. Ah, okay, ich kann schon laufen. Geil. Ach, oh, schnell, renn, 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 renn. Oh, das wird eine knappe Angelegenheit. Schnell. Oh, okay, gerade so. Okay. Also, wer Uncharted kennt, der wird auf jeden Fall sehr... Ihr werdet es auch jetzt sehen. Die Grafik ist extrem episch, mega hammer gut. Und, ja, ebenfalls in Uncharted 1 und Uncharted 3 natürlich. Einfach eine richtig schöne, perfekte Grafik. Deswegen finde ich das Spiel auch so richtig geil. Eine geile Story, eine geile Grafik. Einfach nur geil. Geiler Multiplayer, alles geil. Okay, ich muss glaub hier rein, oder? Ah. Was liegt hier Schönes? Ah, eine Waffe, oh. Sehr schön. Ah, nochmal Munition. Das kann man immer brauchen. Verschlossen. War ja klar. Ja, also mit L1 zielt man und mit R1 schießt man. Kommt man ja gerade Ableis und mit R2 lädt man nach. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Oh, und hier hängt einer. Den holen wir lieber nicht runter. Denn der ist schon tot. Wow. Ja, so kann man auch jemanden töten. Ich habe aber jetzt extrem... Ja, okay, was heißt extrem viel Schuss? Jetzt habe ich ein paar Schuss verbraucht. Aber ich habe jetzt noch 75 sogar. Dank dem seiner Waffe. Und wieder ist der Weg versperrt. Aber so leicht geht's auch. Wo geht's eigentlich hier runter? Ne, da gehe ich lieber... Da gehe ich lieber nicht lang. Nachher bin ich tot. Ich finde übrigens an Uncharted 2 der beste Teil. Also von alle drei an Uncharted-Teile. Weil einfach die Story richtig schön passt und der Multiplayer ist sowieso der beste, finde ich, von alle. Aber jedem seine Meinung, aber meiner Meinung nach ist Uncharted 2 der beste Teil von alle. Okay. Ach. Shit. Ich glaube, er ist ohnmächtig, oder? Hallo? Bitte steh auf! Hallo? Okay, ich glaube, er ist fast tot. Wahrscheinlich wieder ein paar Tage zuvor. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja. Du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt. Meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Oh. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann?
Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Ja, alles klar. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und schwer verletzt, so wie es aussieht. Aber okay. Bevor ich jetzt weiterlaufe, wenn ihr wissen wollt, was jetzt passiert, also was in der nächsten paar Stunden noch passieren wird, dann müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben geben oder ihr schreibt halt einen Kommentar. Weil dann werde ich es höchstwahrscheinlich Let's Playen. Lost Planet Extreme Condition oder Extreme Condition hat ja bis jetzt schon 6 Daumen nach oben. Bis jetzt ist das auf Platz 1, aber ich muss auch sagen, das ist das erste Video gewesen und es kriegt immer mehr Daumen nach oben am Anfang. Aber gut, wenn das mehr Daumen kriegt, mehr als 6 Daumen oder gleich viel und halt dafür mehr positive Kommentare, dann werde ich das höchstwahrscheinlich Let's Playen oder eigentlich hundertprozentig Let's Playen, kann man sagen. Ja, gut, das war eigentlich jetzt die kurze Vorstellung, dass damit ihr ein bisschen Bescheid wisst über Uncharted 2. Und ja, gut, also mir hat es jetzt schon wieder so extrem Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen zuzugucken. Ja, also dann, bis zum nächsten 200-Video-Special. Also bis dann, ciao!